Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein Senfvideo für Sie, denn es gibt eine Fortsetzung. Betzing hat mittlerweile den beiden Bischofskonferenzen geantwortet, die ihm gegenüber ihre Bedenken bezüglich des synodalen Wegs geäußert hatten. Bleiben Sie gerne dran. Vorab wie immer würde ich mich freuen über ein Däumchen nach oben. Abonnieren Sie mich auch gerne kostenlos und wenn Sie die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. Heute muss ich den Laptop hier bei mir haben, deshalb rauscht es wahrscheinlich ein wenig. Ich kann es leider nicht ändern, denn der Laptop ist sehr laut. Ich brauche ihn aber, weil ich nämlich die Briefe hier auch einmal aufgerufen habe. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Nordischen Bischofskonferenz, einfach deshalb, weil ich das als erstes gelesen und auch so ein bisschen darüber nachgedacht habe. Vielen Dank, Herrn von Gersdorf, für den Hinweis, dass dieser Brief jetzt online ist, beziehungsweise schon länger online ist, aber ich habe jetzt das erst gesehen. Ich arbeite nämlich momentan an mehreren Projekten gleichzeitig und kriege nicht sofort alles mit momentan. Also, Betzing hat am 28. März 2022 der Nordischen Bischofskonferenz geantwortet in einem Brief. Das können Sie nachlesen auf der Seite der DBK. Ich verlinke Ihnen beide Briefe auch unten in der Infobox. Dann können Sie dort alles nachlesen. Ich lese Ihnen ausschnittweise vor und sage Ihnen ein bisschen was dazu. Zur Erinnerung, es gab zwei Briefe, die ich Ihnen auch vorgestellt hatte, also inhaltlich zusammengefasst hatte und ein bisschen kommentiert hatte in einem Video, das Sie jetzt auch in der Infokarte in der Ecke sehen können, rechts oben. Und zwar ging es dort darum, dass einerseits der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz, Gądecki, in etwas ausführlicherer Form und die nordische Bischofskonferenz dann in einer etwas allgemeineren Form Kritik am synodalen Weg geäußert hatten. Und jetzt erstmal zu der nordischen Bischofskonferenz. Dort ist generell, also Grundsätzliches gesagt worden. Und man muss sagen, dass Betzing in diesem Brief ein bisschen netter ist als in dem Brief an Gądecki. Zunächst einmal bedankt er sich natürlich in dem Brief auch für die Verbundenheit mit den Katholiken im Norden, in Skandinavien. Und daraufhin sagt er dann, so sehr ich diese Besorgnis, also um den synodalen Weg, zu schätzen weiß, möchte ich Ihnen doch ein beruhigendes und befreiendes Wort sagen. Dieser Satz fasst eigentlich diesen Brief sehr gut zusammen, denn es ist ein Brief der Beschwichtigung und auch des Herunterspielens, muss man sagen. Also er spielt eigentlich die Sorgen generell herunter und sagt, macht euch keine Sorgen, wir halten uns an die Lehre der Kirche und wir haben gar nicht das im Sinn, was ihr hier befürchtet, dass, also malt den Teufel nicht an die Wand, so nach dem Motto. Es scheint mir, dass die geäußerten und angedeuteten Befürchtungen nicht den tatsächlichen Beratungen, Diskussionen und Beschlüssen unseres synodalen Wegs entsprechen, den ihr Vorsitzender Bischof Czesław Kotson, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht, ja zumindest teilweise selbst miterlebt und an dessen Synodalversammlung er bereits das Wort gerichtet hat. Das ist der Bischof, der als Beobachter auch beim Synodalen Weg mit dabei ist. Allerdings ist der Synodale Weg noch viel mehr als die Zusammenkunft aller Synodalen. In den Foren, in Hearings und nicht zuletzt über das Einbringen von Veränderungswünschen auf der Internetplattform Antragsgrün findet ein intensiver Austausch und ein Ringen statt. Also das ist klar, dass natürlich das, was wir sehen bei der Vollversammlung, nur die Spitze des Eisbergs ist. Da läuft natürlich noch viel mehr und dadurch, dass es ja auch Synodale gibt, die ganz klar für die, also was immer gesagt wird, konservativ sind. Ich finde diesen Begriff unmöglich eigentlich, denn konservativ und liberal sind politische Begriffe. Ich habe Ihnen das auch schon öfter gesagt, was ich das total eigentlich unangemessen finde, aber gut. Also dass solche Menschen dann natürlich auf diesen, also bei diesen Diskussionen auch noch viel mehr einbringen und dass da auch differenzierter darüber diskutiert wird als auf dem synodalen Weg. Das ist mir natürlich auch klar. Und doch muss man natürlich sagen, da wo es eben drauf ankommt, sehen wir die Früchte. Die Früchte, die eben eigentlich dem Recht geben, was die nordische Bischofskonferenz, aber auch Gądecki und die polnische Bischofskonferenz befürchten. Aber gehen wir mal weiter.
Blickt man auf die Texte, die aus diesen intensiven Beratungen hervorgehen und insbesondere auf den theologischen Orientierungstext, der ja final schon abgestimmt worden ist, den die Synodalversammlung mittlerweile verabschiedet hat, dann wird klar, dass der synodale Weg gerade auf der synodalen Suche nach lebensspendendem Potenzial im Leben und Wirken der Kirche heute ist, zu der Papst Franziskus, wie Sie selbst sagen, die ganze Kirche aufruft. Man muss sagen, er benutzt auch ganz oft sehr nichtssagende Sätze, die etwas verschleiern, sagen wir es mal so. Also lebensspendendes Potenzial im Leben und Wirken der Kirche wäre natürlich, wenn man aus der Quelle Gottes schöpft, ne, also aus der Offenbarung, und nicht, wenn man sich selbst etwas durch theologische Reflexion überlegt und dabei neue theologische Erkenntnisquellen heranzieht. Dazu komme ich gleich. Also natürlich, wenn der Mensch selbst etwas macht oder ob etwas Geistgewirktes empfangen wird, was eben gegeben ist von Gott selbst, dann macht das natürlich einen kategorialen Unterschied. Und was ist da lebensspendender? Natürlich das, was aus der Offenbarung kommt. Ausgehend von der tatsächlich katastrophalen und zutiefst beschämenden Tatsache des sexuellen Missbrauchs und seiner Vertuschung inmitten der Kirche, da wollen wir natürlich absolut dem auch recht geben, das stimmt ja auch, suchen die deutschen Katholiken mit großer Sorgfalt und fundierter theologischer Rückbindung nach neuen Wegen kirchlicher Praxis. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann dem nicht zustimmen. Das ist keine fundierte theologische Rückbindung, was wir da sehen. Und dieser Text, dieser Orientierungstext ist voll von theologischen Mängeln. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch echte, kompetente Leute, also die im Gegensatz zu mir noch viel kompetenter sind. Professoren mit langjähriger Erfahrung und natürlich Experten aus der ganzen Welt. Also der Orientierungstext ist an vielen Stellen mangelhaft, auch gerade was die Bibeltheologie anbelangt. Das sehen wir auch in anderen Texten übrigens. Des synodalen Weges, dass dort eine ideologisch überformte Theologie zugrunde gelegt wird. Und das kann man nicht theologisch fundiert bezeichnen. Tut mir leid, aber dem kann ich einfach nicht zustimmen. All diese Überlegungen und Beratungen haben das Ziel, dem Evangelium im Leben der Kirche Raum zu geben. Wäre das der Fall, dann würden wir andere Früchte sehen. Er sagt das und es klingt so schön und dem kann man eigentlich, wenn man diesen Text hier liest, einfach nur zustimmen und dem kann man nichts entgegenhalten. Außer die tatsächliche Realität, was da wirklich geschieht auf dem synodalen Weg. Wird das Evangelium im Leben der Kirche ins Zentrum der Kirche gestellt? Ist es nicht eher so, dass es kritisch hinterfragt wird? Nicht nur das Versagen der Kirche in der Verhinderung von Missbrauch, sondern auch das aktive Gespräch mit den Gläubigen, unter anderem in den zurückliegenden synodalen Prozessen, hat gezeigt, dass ein einfach weiter so die Kirche zerstört. Natürlich muss sich etwas ändern. Die Kirche ist krank. Die Kirche, dieser mystische Leib Christi, ist krank. Die Frage ist, was müssen wir ändern? Wo müssen wir ansetzen, damit es nicht zu einer Sepsis kommt, sozusagen? Und da scheiden sich die Geister. Das, was der synodale Weg anstrebt, ist meines Erachtens nicht der Weg. Und das sagen auch die Bischöfe des Nordens, das sagen die polnischen Bischöfe, das sagen viele Leute der ganzen Welt, viele Experten, viele Theologen, sagen aber auch viele Würdenträger. Und im Grunde sagt das auch der Papst. Zu der Sache, dass der Papst sich kritisch gegenüber dem deutschen synodalen Weg geäußert habe, dazu sollte ich vielleicht ein eigenes Video machen. Ich wollte das eigentlich auch in dieses heutige Video hineinnehmen und dann einfach so ein Update, kirchenpolitisches oder ja, einfach weltkirchliches Update machen, aber es wird einfach zu lang. Ich glaube, dazu mache ich ein eigenes Video. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie das auf jeden Fall auch unten in die Kommentare, damit ich weiß, ob Sie da überhaupt dran interessiert sind. Also, ein einfach weiter so geht natürlich nicht. Wir müssen umkehren und uns neu ausrichten. Umkehr ist das Schlüsselwort, ja. Aber nicht wir müssen uns umkehren oder müssen umkehren. Ich muss umkehren. Du musst umkehren. Sie müssen umkehren. Umkehr sollte in erster Linie nicht ein kollektiver Begriff sein, sondern etwas, das die persönliche Umkehr betrifft. Natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen über systemische Ursachen, über alle möglichen Dinge, die also auch auf kollektiver Ebene, sag ich mal, geschehen. Aber in erster Linie ist Umkehr immer ein Begriff der persönlichen Umkehr. Missbrauch geschieht durch Personen. Sonst würde es
keine Gerichtsprozesse geben, bei der Personen einzeln vor Gericht stehen, sondern es würde ein kollektives Gericht geben. Aber Gericht ist immer individuell. Warum? Weil es Straftaten sind, die von einzelnen Menschen, von ganz konkreten Menschen mit einem bestimmten Namen, ganz konkreten Menschen begangen werden. Und das sind nicht nur Straftaten, es sind auch Sünden. Und Sünde ist auch genauso entgegen des heutigen Trends nicht ein kollektiver Begriff, sondern zuerst ein persönlicher, individueller Begriff. Eine Einzelperson sündigt und wird deshalb auch einzeln belangt. Nicht nur vor dem weltlichen Gericht, in erster Linie von dem himmlischen Vater. Wenn er vor Gott steht. Das heißt, nicht wir müssen umkehren, sondern jeder Einzelne muss umkehren. Und das sollte der eigentliche Ansatzpunkt sein. Persönliche Umkehr sollte an erster Stelle stehen. Und dann kann man auch über andere Dinge im weiteren Sinne nachdenken. Ich möchte damit nicht, also wie gesagt, das relativieren, dass wir natürlich auch über Dinge nachdenken müssen wie Vertuschung, wie ist man mit Missbrauch umgegangen und so weiter. Natürlich muss man darüber auch nachdenken, aber das sollte nicht der erste Schritt sein. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen und die liegt nun mal bei Einzelpersonen. Dass es dabei gilt, sich das durch die Kirche vermittelte Depositum Fidei ungemindert zu eigen zu machen, wird von den auf dem synodalen Weg ernsthaft Engagierten in keiner Weise angezweifelt. Wieder ein Satz, der einfach dahingestellt wird. Die Frage ist aber, warum sehen wir andere Früchte? Es sieht ja anders aus. Ich glaube, das Problem ist auch, wenn wir jetzt weiterlesen. Deutlich möchte ich hier aber auch herausstellen, dass das unveränderbare und unaufgebbare Depositum Fidei nicht so verstanden werden darf, dass jede kirchliche Praxis, jede Regelung und jede Sozialgestalt von Kirche, die im Lauf der Geschichte und unter ganz bestimmten Zeitumständen entwickelt wurden, von sich aus schon gleich dieses unveränderbare Depositum darstellen. Natürlich nicht. Da sagt er etwas, dem man natürlich zustimmen muss. Nicht alles gehört zum Depositum Fidei, zum Glaubensgut der Kirche, das nicht verändert werden kann. Also gerade, was er hier sagt, Sozialgestalt von Kirche, beziehungsweise ja, bestimmte Dinge, die die Organisation, die Strukturen und so weiter von, also innerhalb der Kirche betreffen, sind nicht Teil des Depositum Fidei. Es gibt auch Ämter, weiterführende Ämter, nicht sakramentale Ämter in der Kirche, die mit der Zeit hinzugekommen sind, die auch irgendwann wieder verschwunden sind, weil sie einfach mit den jeweiligen Zeitumständen zu tun haben. Und irgendwann brauchte man diese Ämter nicht mehr und sind sie halt verschwunden. Genauso, sagen wir mal, das Liedgut der Kirche gehört nicht zum Depositum Fidei. Oder die Mode. Wir sehen, dass Mode sich verändert hat. Also es gibt Dinge, die sind änderbar. Und das ist ja auch nicht betroffen. Die Frage ist aber, was zählen die Synodalen alles zum Depositum Fidei? Und da merken wir, sie schließen auch diese Dinge aus, die aber dazu gehören und die nicht änderbar sind, die nicht antastbar sind. Wenn hier zum Beispiel gesagt wird in dem Brief, Kompetenzzuweisungen in der Kirche wurden auf konkrete geschichtliche Rahmenbedingungen hin ausgebildet. Und dann sehen wir die Texte, ich habe diese ja auch analysiert in meinen vergangenen Videos und da wurde zum Beispiel auch gesagt, dass die, was war da zum Beispiel? Zum Beispiel der Frauendiakonat, der angebliche Frauendiakonat, dass dieser auf konkrete geschichtliche Rahmenbedingungen hin ausgebildet wurde und weitere Dinge, zum Beispiel auch der Zölibat. Ich glaube, da wurde auch über den Zölibat so gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Auf Anhieb kann ich Ihnen das jetzt so nicht mehr genau sagen, da ich die Texte jetzt gerade nicht vorliegen habe. Aber viele Dinge, die aus der Heiligen Schrift heraus zu verstehen sind und auch die Lebensform Jesu bereits betreffen, werden beschnitten oder abgekoppelt von Christus und gesagt, das ist etwas, das ist erst später entstanden aufgrund gesellschaftlicher Zusammenhänge. Zum Beispiel beim Zölibat, dass man das Kirchengut nicht vererben wollte an eine Familie, sondern dass man das behalten wollte. Und das ist dann eigentlich der Grund, warum es den Zölibat gibt. Ich glaube, auch das Ehesakrament wird in diese Richtung argumentiert. Ich weiß aber nicht, ob das in den Texten des Synodalen Wegs der Fall ist oder ob das jetzt generell einfach eine theologische Tendenz ist, um das Ehesakrament zu erklären. Und das betrifft übrigens auch viele moralische Fragen. Dass man immer wieder sagt, das ist aufgrund von geschichtlichen Kontexten entstanden und nicht Teil des Depositum Fidei. Auf diese Weise kann man das eben herunterspielen und dann hat man da einen Vorwand, weshalb man es verändern kann. Verstehen Sie? Das ist nämlich die Argumentationsstruktur.
Das sakramentale Mysterium der Kirche ist dadurch nicht berührt, gilt doch für die Kirche immer gleichzeitig, und dann wird schön Lumen Gentium 8 zitiert, total klug, dieser Schachzug. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig. Sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Das Problem ist, dass man eben noch mehr als das sakramentale Mysterium der Kirche erwähnen muss, als dem Depositum zugehörig. Es gibt noch viele weitere Dinge, auch wie gesagt, gerade moralischer Art, die dazu gehören und die auf Grundlage der 10 Gebote beispielsweise auch aufbauen, die man nicht einfach antasten kann, die aber angetastet werden. Ich werde gleich ein Beispiel nennen, wenn ich nämlich den nächsten Satz vorlese. Da heißt es nämlich, und das ist ein Schlüsselsatz, den hat auch Matthias von Gersdorf in seinem neuen Video, ich weiß gar nicht, ob es jetzt das neueste ist, mittlerweile hat er vielleicht schon ein anderes, zu diesem Text meine ich, auch etwas gesagt. Um diese Veränderungen geht es dem synodalen Weg, und auf der Suche nach neuen Wegen in diesem Sinn orientiert er sich an den zentralen Erkenntnisquellen des Glaubens. Und nun wird das aufgezählt, was neu ist und was im Orientierungstext auch final abgeschlossen worden ist. Der Schrift und der Tradition, dem Lehramt und der Theologie, das sind also klassische Erkenntnisquellen, aber dann geht es weiter, sowie den Glaubenssinn der Gläubigen und den Zeichen der Zeit. Das ist neu. Im Zueinander dieser Erkenntnisquellen verdichtet sich ja die Gewissheit der Glaubensaussagen. Das Problem ist vor allem, dass der Glaubenssinn der Gläubigen immer automatisch angenommen wird, auch obwohl das nicht automatisch gegeben ist, denn zum Glaubenssinn der Gläubigen gehören ganz strenge Vorgaben, damit er überhaupt gegeben ist. Ich habe darüber auch schon in einigen Videos gesprochen. Und Zeichen der Zeit. Die Zeichen der Zeit sind keine eigentlichen theologischen Erkenntnisquellen. Die Zeichen der Zeit sind auch ungeklärt, was ihre Interpretation anbelangt. Wir haben keine richtige Klärung, wer eigentlich entscheidet, wann ein Zeichen der Zeit gegeben ist. Und wer hat die Deutungshoheit? Es gibt diese klassischen theologischen Erkenntnisquellen und es gibt diese Erkenntnislehre, die Lozi-Lehre des Melchior Kano. Ich habe darüber auch schon öfter in meinen Videos gesprochen und auch einen Text darüber geschrieben in der Tagespost. Und jetzt ist auch, glaube ich, in der letzten Tagespostausgabe in Welt und Kirche, heißt das Welt und Kirche oder Kirche und Welt? Ich verwechsel das immer, diese Anlage auf jeden Fall in der Tagespost erschienen. Und da ist ein Artikel auch von Helmut Hoping. Der ist ja Dogmatiker, der ist als Professor, hat dann natürlich da noch viel tieferen Einblick als ich als Bibeltheologin. Und er hat auch auf diese Lozi-Lehre hingewiesen, die komplett umgestaltet wird auf dem synodalen Weg. Und dass eigentlich der Orientierungstext des synodalen Wegs, der jetzt final abgeschlossen worden ist, einen Paradigmenwechsel darstellt. Also lesen Sie gerne diesen Text in der letzten Ausgabe der Tagespost. Was ich sagen möchte, ist, dass wir diese klassische Lozi-Lehre haben und da gibt es eben jetzt die Proprii, die Lozi Proprii, also die eigentlichen theologischen Erkenntnisquellen, zu denen eben die drei wichtigsten gehören, Schrift, Tradition und Lehramt. Dann gibt es eben auch noch die Theologie, die universitäre Theologie oder die scholastische Theologie, hieß es eigentlich bei Melchior Kano noch. Dann den Heiligen Vater, und die weltkirchliche Episkopat, also das ist dann auch alles noch so ein bisschen aufgesplittet, was das Lehramt anbelangt. Und dann gibt es die Lozi Alieni, also die Fremden, aus anderen Disziplinen hinzuzuziehenden Erkenntnisquellen. Dazu gehört zum Beispiel die Vernunft, dazu gehört die Philosophie und auch die Geschichte. Dass sich Gott also auch offenbaren kann durch die Geschichte. Wenn man also rückblickend darauf schaut, mit prophetischen Augen, muss man sagen, mit den Augen Gottes auf die Geschichte schaut und diese interpretiert. Und da ist es jetzt eben wichtig, dass diese Lozi Alieni natürlich den eigentlichen theologischen Erkenntnisquellen, die aus der Offenbarung kommen, die sich aus der Offenbarung speisen, also vor allem Schrift und Tradition und Lehramt als arbeitend mit diesen Offenbarungsquellen Gottes, dass das natürlich untergeordnet ist. Also Vernunft, Philosophie und auch die Geschichte. Was hier geschieht, beim Orientierungstext des Synodalen Wegs, das habe ich auch schon alles erklärt, ich sage es hier nur als Wiederholung, weil das sehr wichtig ist, damit man das versteht, was eigentlich das Problem ist. Hier werden die Zeichen der Zeit und der Glaubenssinn der Gläubigen übrigens auch, das ist auch noch so eine Sache,
aber die Zeichen der Zeit dem gleichgestaltet. Nicht gleichgestaltet, sondern auf eine Ebene gestellt. Mit Tradition und Lehramt und Schrift. Also, das ist unzulässig. Es ist unzulässig, weil wir dann auch lesen oder auch jetzt uns erinnern an die Wortbeiträge, dass diese Zeichen der Zeit als göttliche Offenbarung bezeichnet werden. Dabei ist das ja mitnichten so. Gott kann sich natürlich in der Geschichte offenbaren, aber es ist eine Katastrophe, wenn wir dann sehen, was das für konkrete Konsequenzen hat. Ich nehme mal das Beispiel die Unauflöslichkeit der Ehe. Die Unauflöslichkeit der Ehe. Es ist etwas, das schon grundgelegt ist in den 10 Geboten, schon in der Schöpfung angelegt ist, also schöpfungstheologisch grundgelegt ist. Und Jesus bezieht sich darauf und sagt, das gilt nach wie vor. Das gilt nach wie vor. Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das ist also ganz klar in den Evangelien grundgelegt. Schrift. Die Tradition zeigt dasselbe. Die Kirchenväter, wenn wir da lesen, was zur Unauflöslichkeit der Ehe gesagt wird, es ist eindeutig. Das Lehramt ist eindeutig. Wenn Sie die Konzilstexte lesen, wenn Sie schauen, was die Päpste gesagt haben bis heute, es ist eindeutig. Da gibt es nichts zu rütteln. Aber was geschieht? Man nimmt das und registriert das, sieht dann aber, dass die Realität eine andere ist. Dass heutzutage sich kaum einer daran hält. Es gibt wieder verheiratete Geschiedene und diese werden einfach zu den Sakramenten zugelassen. Die Schlussfolgerung ist nicht diese, die man eben mit Gaudium et Spes 4 eigentlich sehen müsste, also dass man nach den Zeichen der Zeit also forschen soll und sie im Lichte des Evangeliums deuten soll. Das geschieht nicht in dem Sinne, dass das Evangelium dem Ganzen, dem gegenüber Vorrang hat und dass man dementsprechend davon ausgehend sich neu ausrichten muss und eine neue Verkündigungssprache finden muss, um den Menschen das wieder zugänglich zu machen, was es heißt, dass die Ehe unauflöslich ist. Und wie man Menschen auffängt, die eben eine gescheiterte Ehe haben, wie man damit umgeht, wie man das pastoral, wie man diese Menschen pastoral umarmt, wie man die Ehe schützt und die Heiligkeit dieses Sakraments wieder neu den Menschen begreiflich macht, das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, weil wir einfach sehen, dass vor allem in diesen Jahrzehnten, seitdem wir keine richtige Katechese mehr in der deutschsprachigen Kirche haben, dass die Menschen sich so entfernt haben von der Lehre der Kirche, dass man da natürlich richtig viel zu tun hat. Aber das wäre die eigentliche Schlussfolgerung, das geschieht aber nicht. Sondern man hinterfragt das Evangelium kritisch, was Jesus gesagt hat, kritisch. Und deshalb möchte man auch zum Beispiel den Katechismus, was die Ehelehre anbelangt, ändern. Dann ist plötzlich die Rede von Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung war noch nie ein Wort, das als Wesenselement, wie es eben heißt in den Texten, in den Handlungstexten des Synodalen Wegs, es war noch nie ein Wesenselement der Ehe, des Ehesakraments. Also man fügt einfach etwas Neues hinzu und die Unauflöslichkeit und die Treue, ja, man sieht das ja, an Segnungen für alle Formen von Liebe, auch natürlich derer, die geschieden sind und wieder verheiratet sind. Betzing weist auch zurück, dass der synodale Weg dem Zeitgeist nachgehen möchte. Und, also ich zitiere, niemandem kann es darum gehen, leichtfertig das kirchliche Handeln nach der jeweiligen Mode auszurichten. Das Problem ist, das geschieht aber. Es wird hier einfach so gesagt, aber wir sehen ja unterm Strich, dass das beim synodalen Weg geschieht, was hier zurückgewiesen wird. Dennoch gehen die Überlegungen des Synodalen Wegs in guter kirchlicher Tradition und in enger Anbindung an die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils davon aus, dass Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt, sich auch in dieser Welt und in der Geschichte der Menschen immer wieder offenbart, dass sein Wirken und sein Wesen also auch an Ereignissen der Geschichte verdichtet erkennbar wird. Natürlich eignen sich nicht alle geschichtlichen Ereignisse und Entwicklungen in gleicher Weise als solche Fingerzeige Gottes. Deshalb betont ja auch das Zweite Vatikanische Konzil, dass solche Zeichen der Zeit im Lichte des Evangeliums zu deuten sind. Die Zeichen der Zeit sind also im Kanon der anderen Erkenntnisquellen des Glaubens zu betrachten. Der anderen Erkenntnisquellen, also der Alieni, Luzi Alieni, ja, aber das Problem ist, wenn das, was in der Welt von heute geschieht und dass die göttliche Offenbarung einander gegenüberstehen, dass man zugunsten dieser Realität argumentiert. Und dass man sagt, ja, da spricht doch Gott, da offenbart sich Gott. Hier ist dann eben die Frage, wer hat hier denn überhaupt die Kompetenz
Und ist das überhaupt klar umrissen, wo man überhaupt ein Zeichen der Zeit erkennt und wie man, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht? Es ist nicht geklärt. Es ist überhaupt gar nicht geklärt. Das ist total schwammig. Und Gott kann sich ja nicht widersprechen. Wie kann er in Schrift und Tradition das eine sagen und plötzlich zeigt die Welt etwas anderes und man sagt, da ist Gottes Offenbarung drin? Irgendwas stimmt da nicht. Und da kann man auch nicht mit einem dynamischen Traditionsbegriff argumentieren, für den ich mich auch ausspreche. Natürlich ist Offenbarung nicht etwas, ist Tradition nicht etwas Statisches, sondern etwas Dynamisches, nicht in dem Sinne, dass heute das eine gilt und morgen das andere, also das Gegenteil, sondern dass man natürlich die Offenbarung Gottes, die abgeschlossen ist, immer tiefer versteht. Und deshalb davon ausgehend natürlich auch Dinge, die bereits formuliert worden sind, auch theologisch und lehramtlich also formuliert worden sind, differenzierter oder präziser umreißen kann, ohne irgendwie inhaltlich das zu ändern. Das heißt natürlich, also ich spreche mich auch für einen dynamischen Traditionsbegriff aus, aber, und das ist eben der springende Punkt, den können wir jetzt nicht hier anführen und sagen, es entwickelt sich doch weiter, also kann natürlich Gott jetzt, wo wir in einer anderen menschheitsgeschichtlichen Phase sind, etwas mehr sagen als, ne, als noch vor 10 Jahren, als noch die 10 Gebote galten und jetzt nicht mehr. So geht das nicht. So geht das nicht. Also vor allem kann nicht das Gegenteil plötzlich offenbart werden. Das ist nicht, wie Gott die Menschen heranführt. So ist Gottes Pädagogik nicht. Auch wenn wir eben sehen, dass Jesus zum Beispiel sagt, ich aber sage euch, obwohl die Alten das und das gesagt haben. Jesus konnte das machen und mit ihm kam ja dann der Abschluss der Offenbarung, der Höhepunkt, dann der Abschluss mit den Aposteln. Von da an kann man das so nicht mehr vergleichen. Dynamischer Traditionsbegriff darf nicht zum Vorwand dienen zu einem relativistischen Traditionsbegriff und einer Entwicklung von Lehre. Nach den Zeichen der Zeit zu fragen, hat also nichts damit zu tun, dem Zeitgeist nachzugehen. Natürlich nicht, solange man eben die richtige Schlussfolgerung zieht, was aber nicht geschieht. Und das sagen ja auch die Bischöfe der Weltkirche nicht, also die anderen Bischofskonferenzen nicht, dass man nicht nach den Zeichen der Zeit fragen darf. Sonst wären sie ja gegen das Zweite Vatikanische Konzil. Die Frage ist ja, was man damit macht, mit den angeblichen Zeichen der Zeit. Also insgesamt ist er sehr beschwichtigend, herunterspielend und auch verschleiernd, muss man sagen, außer bei der Sache mit den Lotzi, Theologici, wenn dann die Zeichen der Zeit plötzlich zu einem ebenbürtigen Locus Theologicus mit Schrift und Tradition genannt wird. Da lässt er einmal kurz die Masken fallen. Als nächstes möchte ich den nächsten Brief ansprechen und Sie können natürlich in Ruhe die Briefe dann für sich nochmal lesen, auch im Zusammenhang. Ich habe hier jetzt nur einige Dinge angelesen. Es geht doch nicht anders in diesem Video natürlich. Also, er schreibt direkt an den Erzbischof Kondensky, weil er natürlich auch direkt an Betzing geschrieben hat, als Vorsitzender der Bischofskonferenz. Ich muss insgesamt sagen, dieser Brief ist nicht so nett wie der erste, den ich jetzt besprochen habe. Der Brief kam schon am 16. März übrigens, also der ist eigentlich früher erschienen als der andere. Und ich glaube, wer war das? War das Frau Einig? Irgendwer hat mir das gesagt, dass der Brief auch zuerst nicht zugänglich war, also öffentlich zugänglich war, sondern man hat nur Ausschnitte aus diesem Brief lesen können, beziehungsweise also Umschreibung des Inhalts. Jetzt mittlerweile kann man diesen Brief auch öffentlich lesen und auch diesen Link setze ich Ihnen unten in die Videobeschreibung. Dieser Brief ist nicht so nett, habe ich gesagt, weil er total stichelt. Also es ist eigentlich, also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen peinlich. Und es ist auch irgendwie ein bisschen nicht ganz so souverän, sag ich mal, wie Betzing hier antwortet. Er geht auch überhaupt gar nicht inhaltlich auf die Dinge ein, die Gondetzky geschrieben hat. Vielleicht zur Erinnerung, dieser hatte nämlich in seinem Brief an die Deutsche Bischofskonferenz oder an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz mehrere Versuchungen aufgeführt, denen der deutsche synodale Weg nicht erliegen darf. Also er hat auf Gefahren hingewiesen, die man beachten soll, damit es nicht schlimmer wird.
Und sein Brief ist auch insgesamt ausführlicher als der Brief der nordischen Bischofskonferenz. Und er sagt auch, er macht das in brüderlicher Sorge. Es geht ihm darum, dass ihm das Sorgen bereitet. Also er möchte nicht fertig machen, sondern ihm geht es darum, in brüderlicher Sorge darauf hinzuweisen. Und Betzing antwortet deshalb ziemlich genervt irgendwie. Also am Anfang schreibt er deshalb auch, dass er das nicht gut findet, die Art und Weise, wie es geschehen ist, dass Gondetzky nicht ihm persönlich geschrieben hat, sondern das gleich öffentlich gemacht hat, dass das eben ein offener Brief ist und dass er das nicht gut findet. Er schreibt, dass das ihn irritiert hat, weil man ja sich vorher, glaube ich, schon auf eine andere Art und Weise des Austauschs geeinigt hatte. Und ich frage mich, warum Betzing eigentlich so reagiert. Vielleicht hat er ein bisschen Angst bekommen. Also Sorge, dass das irgendwie Probleme macht, weil dann ja auch Gondetzky mit dem Papst gesprochen hat. Und da dann jetzt auch noch diese angebliche Stellungnahme des Papstes, dass er sich auch gegen den synodalen Weg plötzlich äußert. Andererseits hat er das doch eigentlich schon mit dem Brief an die katholische Kirche in Deutschland. Schon ziemlich gleich zu Anfang. Aber dieser Brief ist ja auch irgendwie ganz anders aufgefasst worden von den deutschen Bischöfen. Also eher als Ermutigung gesehen worden und nicht als Warnung. Also man merkt, hier ist ein Krieg der Hermeneutik. Ein Krieg der Hermeneutik am Laufen. Genauso wie es eigentlich schon lange läuft. Auch auf dem synodalen Weg, nicht auf dem synodalen Weg, sondern beim Zweiten Vatikanischen Konzil und dann der Würzburger Synode. Also es ist ein Krieg der Hermeneutik. Und deshalb auch ein Krieg der Medien. Schon seit Jahrzehnten läuft das so. Und ich sagte, dass Betzing hier sehr viel stichelt. Zum Beispiel. Und da ist es so, Angriff ist die beste Verteidigung. So kann man das vielleicht gut zusammenfassen. Sie schreiben, dass es als Bischöfe unsere Aufgabe ist, wirksame Wege zu finden, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. So richtig dies ist, so sehr müssen wir doch aber auch zunächst auf uns selber schauen, wenn Jesus uns aufgefordert hat, zieh zuerst den Balken aus seinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Das ist natürlich richtig. Aber als Bischöfe hat man nun mal die Aufgabe, die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Und man kann diese Aufgabe, diesen Auftrag, bei dem man vor Gott feierlich gelobt hat bei seiner Weihe, dass man das tut, das nicht einfach vernachlässigen, nur weil man selber Dreck am Stecken hat. Es muss zeitgleich geschehen, dass man selber persönlich umkehrt und das sagt er hier natürlich auch wieder nicht, sondern wenn man dann weiterliest, merkt man, es geht hier wieder um eine kollektive Umkehr der Kirche, des ganzen Episkopats aufgrund des Missbrauchs und die MHG-Studie hat das ja gezeigt und deshalb spricht er hier wieder vom Balken, aber er meint nicht den Balken in seinem Auge, sondern den Balken im deutschen Episkopat, im Auge des deutschen Episkopats. Also auch wieder ein Herunterspielen der persönlichen Schuld. Und dabei müssen wir wir Menschen alle bei uns selbst anfangen. Und dann hier so eine Bibelstelle heranzuführen, um eigentlich was anderes zu sagen, finde ich ehrlich gesagt nicht so nett gegenüber Jesus und dem Evangelium. Also natürlich müssen wir in erster Linie uns an uns selbst, also uns an die eigene Nase fassen. Aber er fasst sich ja nicht an die eigene Nase, sondern an die Nase eines Kollektivs. Das ist es, was ich sagen möchte. Ne? Und er meint, zuerst muss man dieses ganze Problem des Missbrauchs angehen und dann kann man auch die Menschen zur Umkehr bewegen. Es klingt für mich so, als wäre das wieder diese Rede einer neuen Erbsünde und zuerst muss man von dieser neuen Erbsünde namens Missbrauch erlöst werden, bevor man im zweiten Schritt erst die persönliche Umkehr von anderen Sünden und auch die persönliche Umkehr also einzelner Menschen in den Blick nehmen kann. Er verteidigt die Themen der Synodalforen im Gegensatz zu dem Ruf nach persönlicher Umkehr und dass das ja die Aufgabe der Bischöfe sein sollte. Uns ist dieser Ausgangspunkt beim Missbrauch, den Sie in Ihrem Schreiben nicht erwähnen, Angriff ist die beste Verteidigung, sehr wichtig.
Nur wenn wir die systemischen Ursachen für das unsägliche Leid, das durch Vertreter der Kirche, zumeist Priester, über Menschen gebracht wurde, angehen, wird es überhaupt möglich sein, den Raum wieder zu öffnen, indem eine Verkündigung der frohen Botschaft auf offene Ohren stößt. Das ist das, was sie meinte. Der Missbrauch ist es, als systemisches Verbrechen zuerst anzugehen. Und danach können wir überhaupt erst anfangen zu evangelisieren, sagt er. Dass Missbrauch aber nicht nur systemisches ist, sondern auch erstmal die Sünde und die Straftat von einzelnen Personen, ohne natürlich die systemischen Dinge herunterzuspielen, wie gesagt, das wird hier ja nicht gesagt. Das ist das Problem. Und das meinen ja die anderen Bischofskonferenzen. Sollten wir nicht das Problem mit einer Wurzel packen? Und das Problem ist ja die Verderbnis dieser Würdenträger, die schuldig geworden sind. Und da geht es doch um Umkehr. Und Umkehr ist das allererste, was wir tun müssen. Also hier geht es auch wieder darum, was kommt zuerst. Und hier wird das sehr, wie gesagt, sehr stichelnd getan, indem er auch sehr polemisch ist und sagt, ihr spricht das nicht mal an, dieses Thema. Und dabei habt ihr das Problem doch genauso. Es wird sogar noch schlimmer. Er sagt hier, gern würde ich von Ihnen lernen, wie Sie den systemischen Ursachen des tausendfachen Missbrauchs begegnen, den wir bei uns in Deutschland, bei Ihnen in Polen, aber auch weltweit wahrnehmen müssen. Das ist natürlich ironisch, ne? Oder sarkastisch. Also ich finde, das ist irgendwie sehr patzig, weil, wie gesagt, Gondetzki sagt extra, ihm geht es nicht darum, Betzing fertig zu machen oder irgendwie to belittle him. Also, Sie wissen, was ich meine, ihn so ein bisschen herabzusetzen oder wie so ein kleines Kind zu behandeln, dem man erstmal das A und O, das ABC erklären muss, das einmal eins, sondern ihm geht es um die brüderliche Zurechtweisung. Aber anscheinend ist es so nicht rübergekommen. Wir sehen das am Anfang dieses Briefs, dass Betzing ihm das übel nimmt, dass er diesen Text auch, also dass er veröffentlicht worden ist, auch auf der Seite der polnischen Bischofskonferenz. Und deshalb auch dementsprechend diese Reaktion. Also er nimmt es nicht als brüderliche Zurechtweisung. Wir gehen den Weg der Umkehr und der Erneuerung nicht leichtfertig und schon gar nicht außerhalb der Weltkirche. Mehrfach konnte ich mit Papst Franziskus über den synodalen Weg sprechen. Vor allem aber gehen wir, wozu uns Papst Franziskus in seinem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland ausdrücklich aufgefordert hat, den synodalen Weg nicht nur als eine Suche nach einer freimütigen Antwort auf die gegenwärtige Situation, sondern als einen geistlichen Weg in der Bitte um die Wegweisung durch den Heiligen Geist. Ja, es wird hier zwar so gesagt, aber wie kann der Heilige Geist wirken, wenn man gegen die bisherigen Offenbarungsquellen, gerade eben an so Dingen wie der Ehe und so weiter, rüttelt? Wie gesagt, Gott kann sich nicht widersprechen, dass er das eine offenbart und morgen das andere und dass sich das total diametral gegenübersteht. Weiterentwicklung ist was anderes als dieser radikale Paradigmenwechsel, den wir sehen. Also auch hier in diesem Brief hat er Aussagen, die katholisch klingen und die toll sind. Ja, was so nach dem Motto, was möchtest du? Ich tue doch das, ich bin doch katholisch. Aber unterm Strich sieht man ein anderes Verhalten, sieht man andere Entwicklungen. Die Früchte sind andere. Und dann fängt er hier auch wieder an mit dem Orientierungstext und sagt auch hier, dass der synodale Weg eben eine theologische Grundlegung hat und nicht einfach sich an der Psychologie und an den Sozialwissenschaften orientiert, so dass die Humanwissenschaften das A und O sind, sondern wir haben doch auch eine theologische Grundlage. Und dann zählt er dort eben wieder auf die Heilige Schrift, die Tradition, und dann wiederum die Zeichen der Zeit und den Glaubenssinn der Gläubigen, das Lehramt und die Theologie und dann auch hier wieder in dieser neuen Form. Wie gesagt, ich habe das schon beim anderen Brief thematisiert, das muss ich hier jetzt nicht noch einmal machen. Wäre die Heilige Schrift die höchste Richtschnur, unterm Strich, wenn man das einfach am Verhalten einmal versucht nachzuvollziehen, dann würde man nicht diskutieren darüber, den Katechismus in der Ehelehre und auch bei der Neubewertung von Homosexualität zu verändern. Dann würde man nicht das Zweite Vatikanische Konzil so missbrauchen, ja, dann würde man viele Dinge einfach gar nicht anstreben, die man jetzt anstrebt. Auch was zum Beispiel das
Weihesakrament anbelangt, dass man das öffnen möchte für die Frauen, dass man den Zölibat lockern möchte. Das sind Früchte, die zeigen, dass die Heilige Schrift und die Tradition nicht die höchste Richtschnur sind, sondern der Glaubenssinn der Gläubigen missbraucht als automatisch gegeben, als verwechselt mit der persönlichen Meinung von Menschen, der katholischen Kirche heutzutage, und die Zeichen der Zeit und die Theologie als Gegenlehramt über die anderen theologischen Erkenntnisquellen gestellt werden. Und das ist eine Frucht, die nicht aus dem Heiligen Geist kommt. So leid es mir tut, ich möchte niemandem den Heiligen Geist absprechen, aber an den Früchten wird man sie erkennen. Und da kann ich beim besten Willen keine guten Früchte erkennen. Also auch hier wird beschwichtigt oder etwas entgegengehalten, das aber in der Praxis anders aussieht. Und dann wird Gondetzky hier noch unterstellt, dass er die Texte wohl nicht gelesen hat. Und deshalb will er ihm diese Texte ans Herz legen. Und dann noch gesagt, ich wäre an einem echten theologischen Austausch mit Ihnen über die Argumentation dieser Texte interessiert. An einem echten theologischen Austausch, als wenn das kein theologischer Austausch war. Das Problem ist, dass Gondetzky theologische Dinge gesagt hat, aber Betzing überhaupt nicht darauf eingegangen ist. Er geht überhaupt gar nicht darauf ein. Und dann spricht er noch von einem echten theologischen Austausch über die Argumentation dieser Texte. Gut, versuchen Sie doch Wege zu ebnen, Evangelisierung möglich zu machen. Das muss unser gemeinsames Anliegen sein. Das ist es und das sollte es sein. Das Problem ist, wie geht man das an? Und da scheiden sich die Geister. Da scheiden sich die Geister, weil im Gegensatz zum deutschen synodalen Weg, die Kirche sagt, der erste Schritt muss die Evangelisierung sein, die neue Evangelisierung, und das geschieht nicht ohne Umkehr. Warum? Weil Christus seine Reich Gottes Verkündigung im Kern die Umkehr hat. Das Erste, was er sagt, als er sein öffentliches Wirken beginnt, Markus 1, 15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Zuerst kommt die Umkehr. Und dann alles andere. Und zwar die persönliche Umkehr. Und er hat eigentlich schon die Systematik oder die Strategie, die Evangelisierungsstrategie vorgegeben. Wir müssen es einfach nur tun. Natürlich in einer zeitgemäßen Sprache, ohne aber den Inhalt zu ändern. Also Betzing, zwei Briefe, zwei unterschiedliche Stile. Zwei unterschiedliche Reaktionen, auch weil die Umstände einfach unterschiedliche sind. Also er nimmt Gondetzky das wirklich übel, wie er gehandelt hat. Und dementsprechend ist dieser Brief polemischer als der erste. Der ist ein bisschen netter geschrieben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wie gesagt, wenn Sie auch eine Reaktion haben möchten zur Aussage Gondetzkys über die Distanzierung des Papstes gegenüber dem synodalen Weg, vom synodalen Weg und was da sonst noch so geschehen ist, dann schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Ich werde dann alle möglichen Dinge zusammentragen, die man so finden kann, das ein bisschen aufbereiten für Sie und dann auch vorlesen. Bis zum nächsten Video, von dem ich noch nicht weiß, was es sein wird, weil ich den Palmsonntag ja eigentlich schon ausgelegt habe, wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.